Hallo Leute, ja, wie es aussieht, kriegen wir dieses Jahr doch noch eine Radrunde zusammen. Und zwar habe ich mir ausgeguckt im Spreewald, und zwar den Gurkenradweg. Aber den werde ich mir teilen, glaube in 4 Teile. Mal gucken, was bei rauskommt. Und als Basislager habe ich erstmal einen Campingplatz in Lübben und dann noch einmal umziehen für 2 Tage nochmal nach Boog, auch Spreewald. Und von da nochmal eine Tour. Aber jetzt starten wir erstmal Richtung Lübben. Na dann, Leute. Ciao, bis später. Tja, was soll ich sagen? Die Basis steht. Abendbrot wird langsam vorbereitet. Und dann gucken wir mal, was die Nacht bringt. Und naja. So, jetzt wird erstmal gepflegt Abendbrot gemacht und dann noch ein Bierchen und dann morgen früh geht es dann los auf der erste Strecke. Weiß noch nicht genau, aber ich berichte von unterwegs, wie 4 Kilometer und wo lang ungefähr. Und dann, na dann, ciao, bis morgen. Dann wollen wir uns das mal gut gehen lassen. Ja, schönen guten Morgen aus Lübben. Heute geht es endlich los. Und schauen wir mal. Also werden heute so ca. 57 Kilometer. Für den Start reicht das erstmal. Und einen ganz entspannten Tag machen wir uns. Und lang gehen soll es wohl, wenn man es erkennen kann hier, so die Strecke hier, über Geußen und dann wieder zurück Richtung Lübben. So die grobe Route, oder zumindest so ist es geplant. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, dann wollen wir mal langsam mal Helm auf und auf geht's. Wir sehen uns danach auf der Strecke. Ciao. Ja, jetzt kommen wir langsam raus aus Lübben und wie es aussieht, sind wir da auch genau richtig. Da ist die radelnde Gurke. Na dann, schauen wir mal, wie die Wegstrecke ist und dann sehen wir uns nachher wieder. Ciao! Ja, wir haben jetzt so ca. 17 Grad. Ja, 23 oder so was sollte noch werden. Top Fahrradwetter. Bis jetzt noch keine knalle Sonne oder irgendwas. Also wird auf jeden Fall was. Ja, die Nacht eigentlich relativ gut. Weiß nicht, wie lange bis 12, 1 sind wohl noch Züge gefahren, aber naja, irgendwann schläft man drüber ein. Sanitäre Einrichtung auf dem Campingplatz, top. Kann ich eigentlich nicht meckern, alles sauber, ordentlich, auch relativ ausreichend. Ohne Probleme. So, in Lübben selber jetzt war ein richtiger schöner, leckerer Duft von Gewürzgurken. Da kriegt man doch glatt morgens um 10 Uhr nochmal schon wieder Appetit. Aber gut. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir langsam Strecke machen. Ja, die Sonnenblumen gucken auch ein bisschen traurig. Aber hier geht es immer einigermaßen. Ein kurzes Stück vorher, da war alles sehr mickerig. Aber gut, bei der Wetterlage ist das ja auch überhaupt kein Wunder.
Ja, jetzt nach Walldorf-Brandt, knappe 4 Kilometer. Und wir müssen mal wieder mal die Autobahn überqueren. Also landschaftlich bis jetzt alles rein Felder. Natürlich auch schon abgeerntet. Sieht ja nicht mehr ganz so schick aus. Oh, wenn ich das da hinten in der Ferne sehe, ich glaube, das ist... Wer ist denn das? Ahntet in der Ferne, das ist Tropical Island in Brandt. Jetzt habe ich's. Das lag mir auf der Zunge, aber wollte nicht raus. Aber gut, das ist ja nicht unser Ziel, Leute. Für uns jetzt da lang. Spreewald ringt. Auf der einen Seite Go-Kart-Bahn mit Regenbetrieb. Oh oh, geht schon ganz schön zügig zur Sache hier. Ja, und da auf der anderen Seite Motorräder. Und was machen wir? Wir fahren wieder weiter Fahrrad. Bis gleich. So gefällt mir das doch schon ein bisschen besser. Schön gemütlich durch den Wald. Die Kiefern, die schnuppern. Herrlich. So lässt sich's leben. Jetzt geht's so langsam auf Richtung Geußen zu. Und das ist dann eigentlich schon wieder der Scheidepunkt der heutigen Tour. Und dann geht es schon wieder so ganz allmählich wieder Richtung Lübben. Aber wie gesagt, war ja heute auch nicht so ein großes Ding. Aber noch ist ja noch Zeit. Na dann, bis nachher. Ciao. Jetzt sind wir hier auf dem Marktplatz in Geußen. Klein, aber fein. Ist natürlich Montagmittag. Natürlich nichts los. Und wir treten auch schon wieder die Weiterreise an. Ab jetzt so circa 27 Kilometer. Na dann, schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, das lobe ich mir doch mal. Da ziehen wir doch glatt mal ein Glas Leberwurst. Mal gucken, ob wir das richtig was rausfinden hier. Jagdwurst haben wir schon. Oh, Hausmacher Hackepeter sogar. Blutwurst, Frikassee, Soljanka, das ist ja alles bei. Na dann werden wir mal schnell mal die Kamera weglegen und das Geld zücken. Bis gleich. Meine Ausbeute. No, also, was gibt's heute Abend? Soljanka. Und morgen zum Frühstück Hausmacherleberwurst. Na denn. Dann geht's langsam weiter. Immer wieder mal kleine verschlafene Dörfer auf der Strecke. Aber ansonsten nicht viel Spektakuläres. Einzig Schöne. Für Montag ist es recht ruhig. Schauen wir mal.
Noch ein kleines Stück bis Lübben. Ich glaube so noch 6, 7, 8 Kilometer. Und dann ist gut. So, noch 4 Kilometer bis Lübben. Und immer noch diese traurigen Sonnenblumen. Naja, schön ist was anderes. Und weiter. Da sind wir wieder. Campingplatz erreicht. Ja, so schaut's aus. Scheint noch ein bisschen Mittagsruhe zu sein hier. Mein Camp steht noch. Sieht gut aus. Ja, hier nochmal das Fazit vom Tage. 57 Kilometer war die Strecke. Davon muss ich sagen, bestimmt 40 Kilometer Straße. Relativ kleine Straßen, ging eigentlich. Aber als Gurkenradweg, okay, ist Geschmackssache. Der eine mag es, der eine mag es nicht. Ich jedenfalls nicht. War mir ein bisschen zu viel straßenbegleitend. Ansonsten so große Sehenswürdigkeiten oder sonst irgendwo auf der Strecke gleich null. Das erste Gurkenfeld habe ich wieder gesehen, kurz vor Lübben. Okay. Das ist übrigens der Westring gewesen vom Spreewald-Radweg. Oder direkt ja, von dem ganzen Radwegennetz. Aber muss ich nicht nochmal haben. Kann eigentlich nur noch besser werden. Mal sehen, was morgen bei rauskommt. Na dann, ciao, bis morgen.